Festnahme. Festnahme? Festnahme. Okay. Da bin ich ja gespannt. Oh, warum? Ah, warum wird der jetzt so schnell? Ja. Achso, ich bin gestorben. Ja, ne, willkommen zurück hier bei Half-Life. Das Kapitel ist Festnahme. Und wir sind hier anscheinend der Arme irgendwo reingerast. Das probieren wir gleich nochmal. Gott sei Dank hatte ich vorher gespeichert. Ist schon ein bisschen wieder her für mich, deswegen jetzt hier kann ich aussteigen. Ich kann aussteigen, verliere aber den Kopf dabei. Okay, wir gucken uns das an. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil ich bin hier eigentlich jetzt mit den... Achso, jetzt bin ich nicht mehr in den Kontrollen, okay. Ja, da sind wir ja gespannt, ob wir hier irgendwie... Oder soll ich mich ducken? Ich duck mich mal. Und dann werden wir sehen. Okay, wir sind irgendwie davon gekommen, sind jetzt hier im Wasser. Geht's hier raus? Hier sieht's komisch aus. Es geht nach unten raus. Okay, ja, willkommen zurück bei Half-Life. Mein Name ist Jack Glockson und wir spielen Half-Life. Toller Start. Und anscheinend sollten wir festgenommen werden. Wir werden hier gerade von irgendwelchen Leechen angegriffen. Geht's dir reichen? Ach du Scheiße. Oh, Luft. Luft ist immer gut. Um es mal grob zusammenzufassen. Für mich ist es, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Wir sind Gordon Freeman. Wir sind ein Wissenschaftler aus der Black Mesa Forschungsanstalt, Abteilung Lambda. Und es ist ein Experiment schiefgegangen, was ein interdimensionales Portal geöffnet hat zu einer Welt namens Xen. Und da sind jetzt hier so Aliens hergeströmt, die sofort angegriffen haben, sofort angefangen haben, um sich zu schießen. Wir sollten hoch an die, also Lambda bzw. Black Mesa liegt unterirdisch, wir sollten hoch, um Hilfe zu holen. Und da kam das Militär an und wollte schon direkt alles aufräumen, alles säubern, Wissenschaftler und Wachleute mit. Und jetzt haben wir einen Satelliten gestartet, um den Forschern hier zu helfen. Jetzt eklige Leeches, ne? Um den Forschern zu helfen, das Portal wieder zu schließen. Den Satellit haben wir abgeschossen. Und ja, jetzt kämpfen wir uns weiter zur Lambda-Abteilung. Es ist vielleicht nicht unklug, nicht klug hier zu speichern. Ich mach's trotzdem mal. Da geht's nicht rein. Wo geht's denn hier lang? Sind wir hier überhaupt richtig? Keine Ahnung. Ich werde hier die ganze Zeit von diesen Leechen angeknabbert, glaube ich. Kann ich hier hoch? Ich kann drunter, na toll. Aber ich würde gern drüber. Nee, geht nicht. Das ist ja schon wieder schrecklich und hier gibt es keine Leiter. Und hier ist die Schiene. Das muss doch irgendwas zu sagen haben, dass ich da unten rein kann. Weil die eine Tür ging ja hier jetzt auch auf. Aber das ist ja keine Tür hier. Ist mysteriös. Mindestens. Hä? Ging's hier gerade schon lang? Ich glaube, ihr habt mich verguckt gehabt. Schneller. Oh, hier kann ich Luft holen. Gut, das ist gut. Und da können wir auch direkt wieder untertauchen. Ja, die wollten mir eine Falle stellen. So wie es aussieht. Hat ja glänzend geklappt. Soll ich mal das Brecheisen rausholen? Ich glaube, das ist hier... Ich glaube, das ist hier unten besser.
weil die Waffen ja unter Wasser eh nicht gehen. Also ach, hier geht's auch wieder weiter. Ich halte mich die ganze Zeit an so einem Gitter auf. Dabei geht's hier in eine andere Richtung direkt weiter. Okay. Wir haben wieder Land unter den Füßen. Das heißt, ich zücke die Knifter. Ich muss gerade mal gucken, wie viel. Oh, hier haben wir gut Munition für. Ich mach mal die Lampe aus, weil die ist ja auch bald wieder alle. Was war das? Ich hab's nicht genau gesehen. Ich höre Hintergrundmusik. Das erinnert mich daran, ich wollte die Lautstärke der einzelnen Komponenten hier ein bisschen anpassen. Wird's lauter? Weiß ich nicht. Wär ganz geil eigentlich. Von den MP3s bekommt man hier echt wenig mit. Also von den Musikstücken. Ich habe auch meinen Anzug ein bisschen höher geredet. Also die Geräuschkulisse, munitionsmäßig, schussmäßig ist mir definitiv laut genug. Oh, das hört sich ja gleich ein bisschen besser an hier. Diesmal habe ich es gesehen. Das ist irgendwas mit Flosse. Ich gehe davon aus, dass ich nicht ins Wasser möchte. Okay, hier geht's auch wieder runter. Hallo. Ah! Der ist ganz schön flott unterwegs. Hier ist rutschig. Rutschig ist hier auch noch. Das ist ja furchtbar. Okay, ich nehme an, da hinten ist der Ausgang. Alter, entweder sind das mehrere. Oder der ist hier unten echt in seinem Element. Und der labert mir immer rein. Also wir machen mal Folgendes. Wir speichern einfach mal. Und gehen hier mal runter. Okay, hier geht es sehr weit runter. Und da ist er. Was ist das? Ach. Ist er wieder nicht. Und ich kriege ja keine Luft. Ja, Moment, Moment, Moment. Ja, ich weiß. Krieg meine Energie wieder? Ein bisschen, ne? Füllt sich langsam auf unten links. 96, 96, damit kann ich leben. Ich habe auch mal den Face Rig hier, meine Facecam ein bisschen weiter höher gedreht, weil man hat gar nicht gesehen, dass ich die ganze Zeit zwischenzeitlich mal so Stromschläge von den Schienen gekriegt habe. Alles so eine Sachen, die einem halt erst hinterher nach der Aufnahme dann auffallen. Jetzt hat er auf jeden Fall die eine oder andere Kugel mal abgekriegt. Das wäre ganz geil, wenn ich den hier töten könnte, bevor ich da rein muss. Da hinten geht's auch noch lang, ne? Ich bin halt irgendwie nicht so mit dem Gucken. Ach Gott, was ist denn hier los? Haben Sie es gesehen? Ja. Sie behaupten zwar, dass Sie es aus dem Challenger-Graben heraufgeholt haben, aber ich wette, dass dieses Ding bis vor einer Woche noch niemals in einem Gewässer auf der Erde herumgeschwommen ist. Haha, kann ich mir mal denken. Im Haikäfig ist ein Betäubungsgewehr. Aber ich weiß nicht, ob das bei dieser Spezies funktioniert. Sie dürfen das aber gerne ausprobieren. Na klar, mache ich doch gerne. Oh, hier. Oh, das ist doch toll. Rüstung. Und ein bisschen Leben. Der perfekte Zeitpunkt, um mal wieder zu speichern. Also hier ist ein Haigewehr drin. Ich sehe schon. Okay. Hast du noch was zu sagen? Nee, was? Kann ich nicht lesen. Haikäfig, im Haikäfig. Muss ich jetzt echt rein? Das ist ja furchtbar. So. Na klar.
Das war's. Ach so. Ja, könntest mal nachladen. Wo ist er? Ich würde gerne. Das war, glaube ich, nicht so der optimale Versuch. Vor allen Dingen, das Ding reagiert ziemlich ballistisch. Muss ich ja sagen. Also der scheint nach unten zu fliegen. Ich habe es gar nicht so am Anfang mitgekriegt. So, noch eine Runde. Wo ist er? Okay. Ich glaube, da ist jetzt Ruhe. Und dann flüchten wir erstmal direkt wieder nach oben. Ja, da schwimmt er. Das war erfolgreich. Wir haben so gut wie... Oh, ach, da ist er wieder reingerutscht hier. Da können wir uns direkt nochmal umgucken. Aber hier liegt nicht viel. Hier ist eine Tür. Okay. Da sind wir direkt wieder reingerutscht. Das ist ja frech. Oh, da liegt Zeug rum. Da drehen wir doch mal hier am Rad. Bleibst du oben? Nein. Scheiße. Warte. Nein, ach. Mistvieh. Ach, na Gott sei Dank geht's hier durch. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Ja, wir haben eine neue Waffe. Ist ein Crossbow, so wie es aussieht. Leise, definitiv. Okay, ich nehme an, hier kommt er her. Hier ist eine Tür aufgebrochen. Dateiähnliche Vieh. Aha. Immer wieder spaßig. Kommst in eine neue Gegend und sofort. Was machen wir mit denen? Können wir die human loswerden? Ja, können wir, alles klar. Das Brecheisen ist immer noch die beste Methode für sowas. Haben wir sie alle? Ich glaube, wir haben sie alle. Oder auch nicht, da ist noch einer. Rums. So, brauchen wir die Kisten, bevor wir sie kaputt machen? Nee, ne, die Rampe führt ja hoch. Kriegen wir die... Müssen wir die irgendwie geschoben kriegen hier? Schleich mal lieber. Oh, hier rutscht, hier ist schon wieder rutschig. Weiß ich nicht, ob wir die Kisten hier rüber schieben. Kann ich das Ding schieben? Nee, kann ich auch nicht. Ich bin auch so neugierig. Ich muss doch gucken, was in den Kisten drin ist. Ah, Munition. Lass mich rein. Ah, danke. Kriegen wir die überhaupt geschoben? Die kriegen wir geschoben. Aber da ist auch Munition drin. Gut. Ich weiß nicht, ob's... Leiter. Meine Güte. Ich weiß nicht, ob es ratsam gewesen ist, sofort hier weiter zu gehen. Ach Gott. Puh. Meine Güte, sofort Hektik hier. Ist ja furchtbar. Da hinten ist das nächste Stromkabel. Rutschige Angelegenheit. Das hängt ja ungünstig. Was machen wir denn mit dem? Kommen wir hier durch? Ich gehe mal irgendwie stark davon aus, dass wir ins Wasser müssen.
So blöd das Ganze auch klingt. Ich wusste es. Ja, nachladen wäre schön, ne? Da sind es auch noch mehrere hier. Hat er uns angeknabbert? Ein bisschen, ne? Das sind nicht viele Schuss. Man hat 5 Schuss hier irgendwie und damit sollst du klarkommen. Komisch, komisch. Da hocken die hier im Wasser rum. Das ist so frech. Nummer 1. Nachladen bitte. Es wäre total toll, wenn er auch irgendwie treffen würde. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Also ungünstig. Na toll. Ah, ich wusste es. Hallo? Na toll. Da hat er uns schön aufgegessen. Und da sind die Kisten. Immer speichern, Leute. Immer speichern. Gerade wenn euch hier so eine Schnellspeichertaste zur Verfügung steht. Speichern natürlich das A und O. Das war die Schrotflinte, ne? Langsam. Langsam in der Mitte bleiben. Viel besser. Viel besser, viel sauberer. Oder kann man hier durchspringen? Meine Güte. Rutschig. Kann man hier durchspringen? Ja, bringt das was? Also zumindest sind wir jetzt hinter der Barriere. Und außer Reichweite der Viecher sind. Hier ist auch eine Treppe und hier kann man einen Luft holen. Oh. Sofort wirst du wieder beschossen. Na toll, jetzt musst du nachladen, weißt du? Jetzt muss er nachladen. Ganz schönes Echo hier. So. Was nehmen wir denn hier für eine Hauptwaffe an sich? Hallo? Ja, sehr gut. Ich muss mir jetzt erstmal wieder dran, echt wieder dran gewöhnen. Ich habe jetzt eine ganze Weile Half-Life. Also ich hatte ein gutes Stück aufgenommen und konnte deswegen Half-Life erstmal ruhen lassen. Habe mich schön um Outcast gekümmert, was ja parallel läuft. Jetzt musste ich echt wieder an das abweichende Gunplay hier gewöhnen. Die Geschosse sind relativ schnell da, mal von der Harpune jetzt abgesehen. Und die Gegner sind ein bisschen flinker. Aus dem Ego-Perspektive macht echt viel aus. Wäre ich jetzt hier gleich zerstampft, wahrscheinlich. Wo? Ich hab's genau gehört. Und wo geht's denn da eigentlich hin? Generatorkontrolle, okay. Ich nehme mal an, wir müssen die Dinger erst in Gang setzen hier. Obwohl, hier geht's irgendwie auch hoch. Zumindest wenn man ich höre Headcrabs. Zumindest wenn man ordentlich hoch springen kann. Ja toll, hier fehlt natürlich ein Stück Leiter. Das ist ja doof. Und schieben kannst du das Ding auch nicht. Okay, dann erstmal in Richtung Generatorkontrolle. Fällt mir trotzdem ein. Also da, wo der Wissenschaftler war, der erste Haifischtank mit der Knifte, dass es da hinten noch eine Tür gab, wo man rein konnte. Ah, drauf geschissen. Hallo. Hallo. Ja, das sieht so aus, als würde ich da rüber springen müssen. Aber wo geht's denn hier? Okay.
ein Rückweg. Oh. Mit Haifisch-Munition. Warum auch immer. Ich gehe da garantiert nicht nochmal lang. Also außer ich muss, aber jetzt muss ich nicht. Cool. Oh, wir können die Kiste runterschieben. Das heißt, wir könnten uns das wahrscheinlich auch sparen hier. Das ist ja interessant. Obwohl, also so wie es aussieht, um da hinten hochzukommen, ich sehe den Headcrab. Um da hinten hochzukommen, brauchst du wahrscheinlich bloß die Kiste hier runterschieben. Und um in die Mitte ranzukommen, musst du über die, wie nennt sich sowas eigentlich? Bolzen? Nee, weiß nicht, Kolben. Dann schmeißen wir erstmal die Kiste runter. Was ist mit der hier? Geht die auch? Nee, die geht nicht. Und, ja, aber wo geht's weiter? Da hinten sieht es eher aus, als würde es weitergehen, nicht so wie hier in der Mitte. Die Mitte ist auch schwerer zu erreichen, also gehe ich mal davon aus, dass da irgendwie extra Muni liegt oder irgend sowas. Ja, das sieht ja spannend aus. Ist auch gar nicht laut oder so. Ach, warum hat sich jetzt die Kiste bewegt? Ach, die kann man doch bewegen. Schön. Dann hauen wir die doch auch mal runter. Oder gibt's hier oben nicht? Nee, oben geht's runter. Furchtbar laut. Ja, schön runtergefallen, Kacke. Gott sei Dank haben wir zwischengespeichert. Stillhalten. Naja. Toll. Hier geht's doch nicht rein. Toll. Laut. Ich höre gerade so gut wie gar nichts. Also außer das Maschinengedöns hier. Wir haben es gleich. Meine Güte, ne? Hinter jeder Ecke. Hört das Geknatter bald auf, Alter. Gott sei Dank. Ja, das war ja doch ein bisschen laut gerade. Wie haben wir denn für die? Oh, nicht mehr viel. Relativ closed quarters hier. Ich nehme mal die Schrotflinte. Doch gehört. Das kommt davon, wenn man so laut schnattert. Okay, das ist ja alles ganz furchtbar aufregend, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, wir bewegen uns jetzt gerade vom Satelliten. Ach Gott. Na toll. Von der Satellitenabschussanlage ans andere. Meine Güte. Ans andere Ende der Black Mesa-Anlage. Wo ja langsam aber sich hoffentlich die Wissenschaftler mit meiner Hilfe, da ich den Satellit hochgeschossen habe, hier das Portal schließen und damit diese Invasion beenden. Ach, hallo. Gordon Freeman, das sind Sie doch, oder nicht? Jawohl. Das Wissenschaftlerteam hat Ihre Fortschritte über das Sicherheitssystem von Black Mesa verfolgt. Das Militär aber leider auch. Dieser Anzug da ist voll mit Überwachungsgeräten. Aber ach was. Das ist immer noch besser, als hier nackt herumzulaufen. Dann ist es kalt und Sie müssen sich beeilen. Die Energie Ihres Anzugs könnte in wenigen Minuten verbraucht sein. Wenn Sie unbedingt in den Lambda-Komplex wollen, sollten Sie sich einen Weg durch die älteren Industrieanlagen suchen. Da hat das Sicherheitssystem ziemliche Löcher. Bei mir hat das jedenfalls bisher funktioniert. Okay. Das ist total gut zu wissen. Ich nehme an, der macht da gleich die Tür auf. Ich höre hier immer noch Aliens schnattern.
Ich höre hier immer noch Aliens. Kannst du mal die Tür aufmachen? Mit meinem Gehirn und ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Mach die Tür auf. Ich bleibe hier. Ja, besser ist es. Kann ich die Tür aufmachen? Na toll. Wozu brauche ich die Typen überhaupt? Hier ist kalt drinne. Hier ist immer noch kalt drinne. Ist hier unten weniger kalt? Oh, hier. Geschafft. Ich konnte mich jetzt oben leider nicht umgucken. Aber ich will da auch nicht nochmal hin. Ja, wie er gesagt hat, wir kämpfen uns durch die, beziehungsweise wir bewegen uns durch die unteren Schächte. Weil weniger überwacht. Aber zumindest, also zumindest was das Militär angeht, aber die Alien scheinen hier doch sich heimisch zu fühlen. Oh, ich hab's genau gesehen. Hat er mich schon gesehen? Weiß ich nicht. Nanu, wo ist Nummer 2? Jetzt macht er das gleiche mit mir. Genau. Oh. Pech halt. Uiuiui, das ist so gemein, die tauchen ab und zu mal einfach hinter einem auf. Hier gibt es so schöne Kisten. Mit Zeug drin. Mit Zeug drin, was wir so viel eigentlich gar nicht brauchen. Mann, eine Stufe. Da bleibt er einfach mal ab und zu dran hängen. Gott, das wird wieder halb voll mit allem hier. Das sieht ja immer noch auch so hilfreich aus, warum auch immer. Beziehungsweise ominös. Ich mag Fahrstühle nicht mehr, seit ich Half-Life spiele. Man wird immer ganz furchtbar empfangen in irgendeiner Form. Geht's nach raus, rechts oder links? Okay. Ach Gott sei Dank. Ich habe eine Nachricht für dich. Pass auf, dass du nicht. Okay. Tja, ne? Mal davon abgesehen, dass er wahrscheinlich schon die ganze Zeit hätte unten liegen dürfen müssen. Aber die Nachricht war jetzt auch nicht unbedingt viel sagen. Pass auf, dass du nicht. Oh. 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 60%. Sehr gut. Pass auf, dass du nicht. Oh, wir sind wieder draußen und ich hab da oben rechts was gesehen. Militär! Nehme ich an. Alter, sind die flink. Spezialeinsatzkommando, völlig in Schwarz gekleidet. Und die machen keine Gefangenen, so wie es aussieht. Meine Güte. Ja, ich schieße die. Ich schieße die gerade ein bisschen raus, aber die sehen nicht so aus, als würde man sich den gerne im Zweikampf oder irgendwie auf freiem Feld stellen wollen.
Furchtbar. Aha. Okay. Die sehen auf jeden Fall besser aus als die anderen. Mann, haben die große Granaten. Sorry. Schön. Gefällt mir. Ich mag große Granaten. Also die müssen nicht ganz groß sein. Sorry. Nein. Das gibt's immer nicht. Ich bilde mir ein, im zweiten Teil hat man jede verdammte Tür, oder war es bei Portal, jede verdammte Tür nur mit der Benutzen-Taste aufgekriegt. Und hier bringt das gar nichts. Man kriegt nur einen nichtssagenden Ton. Aber wenn man gegen die Tür entgegenläuft, gehen sie auf. Das ist ja super, dass ich hier gelandet bin. Denn hier gibt's Leben. Ja, wir sind definitiv mal wieder draußen. Das ist echt immer eine schöne Abwechslung hier. Wenn man mal aus den Tunneln rauskommt. Minder aufgelöste Motten vor den Lampen. Schön. Kann aber auch ganz viel Krach machen. Ich meine, so ein Brecheisen heißt ja eigentlich nicht umsonst Brecheisen. Und nicht Schlackeisen. Weil du sollst ja Kisten eigentlich aufbrechen, aufhebeln. Achso, hier hinten waren wir jetzt schon. Warum ist das da so laut? Hier waren wir. Oh, noch mehr Kisten. Oh. Und noch Energie, meine Güte. Entweder du hast ja echt Phasen, wo du. Die wollte ich. Du hast ja echt Phasen, wo du nach Energie lechzt, ja, oder es kommen mehrere Dinger hintereinander. Hundert. Schön. Das bedeutet aber auch nichts Gutes. Surface Access, also Oberflächenzugang. Ich sehe nichts. Wir haben freies Gelände. Ich nehme mal das Sturmgewehr. Wie haben wir denn jetzt für die? Na toll, sieht echt nicht rosig aus. Für die Magnum. Jedes Mal denke ich, jetzt gibt es kein Kissen hier mehr. So, dann jetzt aber. Hebel. Ziehen Sie diesen Hebel, um den nächsten schwereren Kampf in Gang zu setzen. Oh, Entschuldigung. Nee, was? Ah, gedrückt halten. Okay. Wo? Ach da. Gleich muss ich niesen. Oh. Sie betroffen. Keine Vitalsignale mehr zu empfangen. Was? Also da es die Roboterstimme war, gehe ich mal davon aus, dass es nicht die Aliens jetzt waren, sondern die... Sollen wir Freeman erinnern zum Verhör? Problem könnte gleich hier in unseren anderen Bioeinheiten sein. Es wird nicht mehr übrig sein. Okay.
Kurzer Stopp. Also, das war das Militär. Ich hatte schon mal erwähnt, in der deutschen Version, wurden die menschlichen, das menschliche Militär wurde durch Roboterstimmen ersetzt, um das Ganze hier, um der Zensur zu entgehen. Da, Blut und so weiter wurde in dem letzten Jahr wieder reingepatcht, weil es wurde gelockert für das Spiel. Aber die menschlichen Stimmen, die sind nun mal so, wie sie eingespeist wurden, die konnten nicht wiederhergestellt werden. Deswegen sind es immer noch die Roboterstimmen. Wir wurden jetzt also gerade von dem natürlich nicht menschlichen Militär überrumpelt, gefangen genommen und irgendwo hingeschmissen. So wie es aussieht. Gut, weiter. Okay. Das speichern wir doch mal. Wir haben... Oh. Ich habe keine... Ach Gott. Ich habe keine Waffen mehr. Oh je. Lass mich raus. Nein, nicht hier hinter. Na toll. Ich glaube, es ist zu spät. Oh. Ja, gut, dass wir gespeichert haben. Das laden wir gleich nochmal und bewegen uns ein wenig zügiger jetzt hier. Und eventuell sogar ein bisschen koordinierter nach oben. Gut. Gottes Willen. Das erinnert mich daran, dass ich mal wieder Star Wars gucken muss. Also ich glaube... Da ist unser Weg in die Freiheit. Hier sind doch schöne Treppenleitern. Geht das jetzt wieder auseinander? Nee, ne? Gut. Dann gehen wir doch mal hier rüber. Da liegt ein Brecheisen. Yay! Waffe gefunden. Na Gott sei Dank ist da unten was, was wir mit dieser Waffe kaputt machen können. Schön! Und das sieht doch so schön einladend aus. Ugh. Na gut. Au.